von Lernräume entwickeln online. Wie immer sind wir die Gruppe von Lernraumentwicklerinnen und Entwicklern, SchulbauberaterInnen, die sich hier zusammenfinden, um über Themen, den Schulbau betreffend, die Lernraumentwicklung betreffend, einen kleinen Input zu liefern, um darüber nachher ins Gespräch zu kommen. Wir setzen heute unsere Reihe fort, die Reihe, in der wir Schulbautypologien beleuchten, und da ist die dritte Veranstaltung am heutigen Tag und wir schauen uns die Cluster an. Der Titel unserer Reihe am heutigen Tag ist Klasse Cluster. Und ich übergebe jetzt vertrauensvoll an meine kongeniale Partnerin Petra. Bitteschön. Hallo, danke Florian. Ich klicke mal auf die erste Folie gleich, damit wir sofort einsteigen. Und heute geht es um Cluster. Und hier ist nochmal vielleicht zur Erinnerung für die, die die anderen schon gesehen haben, eine simple Darstellung von einem Cluster. Das Weiße sind Klassenräume. Und hier in dieses Rosa in der Mitte ist einfach der Differenzierungsbereich. Und das, was auffällt, ist, es gibt keinen Flur wie bisher. Also das hier ist gleichzeitig auch die Verkehrsfläche, aber es ist kein Flur im Sinne eines Fluchtweges, der nicht pädagogisch bespielt werden darf. Und das ist das Grundprinzip vom Cluster. Und jetzt zeige ich euch und Florian gleich auch, wir zeigen euch vier Beispiele aus vier verschiedenen Ländern, wo man das wieder erkennt und mit so Ideen dazu oder auch Beispielen, wie das pädagogisch genutzt wird. Das erste Beispiel ist aus den Niederlanden. Und hier kann man jetzt, könnt ihr mal eben nicken, kann man meine Maus sehen? Nein. Okay, also rechts sieht man das Bild, was ich gerade gezeigt habe, sind rechts in der also in der Mitte etwa vier Flächen, das sind die Klassenräume, und in der Mitte, wo dieser Pfeil ist zu dem Treppenhaus, das ist quasi diese Cluster-Mitte, also, und auch dieser Bereich, den man jetzt nicht mehr als Flur sehen muss, sondern als pädagogisch zu bespielende Fläche. Und wie das aussieht an dem städtischen Gymnasium in Arnheim, das ist ein altsprachliches Gymnasium oder ein traditionelles, sieht man hier. Auf dem linken Bild hat man den Blick vom Lehrerpult in die Klasse. Also sieht aus wie ein ganz normaler gymnasialer Klassenraum. Und dann hinten an der, da wo die Wand sonst ist, ist eine riesengroße durchsichtige Schiebetür, und durch diese mit den kleinen Quadraten da drauf und durch diese Schiebetür guckt man genau in den Bereich rechts, und das ist diese Clustermitte, die ich eben schon mal genannt habe, wo Arbeitsplätze sind, hier mit Laptop, mit einer guten Beleuchtung. Und was auch noch auffällt, ist, wenn ich die Schiebetür, hier kann man auf der rechten Seite, wenn man die Schiebetür so wegdreht, dann ist das ein großer, eine wirklich breite Tür. Und diese Schiebetür ist so benutzt, dieser ganze Einbau, Wand ist so benutzt, dass das quasi das schon doppelt genutzt ist, Plakatfläche oder Informationsfläche. Und wenn man nochmal zurückgeht auf die Klassenseite, dann sieht man, dass das so ein Einbausystem ist, wo die Schiebetür quasi in so einem Wandschrank verschwindet. Also sehr smart zu Ende gedacht. Und wenn man jetzt weiterguckt, hier ist mal eins von vorne, und jetzt ist blöderweise hier, wo die, wo rechts, also rechts und links ist ein Klassenraum, und ihr könnt es auf der linken Seite sehen, wieder diese große Schiebetür. Und hier ist blöderweise auf der anderen Seite diese Säule davor, das konnte ich besser fotografieren. Aber wenn man jetzt mal die Sichtachsen gucken will, dann gucken wir jetzt von hier, von dem Cluster in den einen Klassenraum, und hier auf der linken Seite, wieder vom Lehrerpult aus, kann man hinten die beiden Schulbauberater sehen, die da gerade diskutieren. Der eine ist in der Clustermitte und der andere ist dahinter in dem Klassenraum. Das bedeutet, in so einem Cluster kann man als Aufsichtsperson überall hingucken, und die Schüler fühlen sich immer beaufsichtigt, und gleichzeitig, wenn die Türen hier auf sind, ist das eine ganz große Lernfläche für bindifferenzierten Unterricht. Und das zeige ich euch jetzt nochmal für eine Grundschule aus Italien in Welsberg in Südtirol, und hier hat der Josef Watschinger, der lange Jahre Direktor an der Schule war, hat das den Grundriss immer so schön angemalt, dass man es gut erkennen kann. Das Rosa, das Rote sind die Klassen. Dieser ganze mittlere Bereich ist ein Differenzierungsbereich, und es gibt sogar eine kleine Lernwerkstatt. Also hier hat man
Rechts an der Seite, es ist ein bisschen dunkler gefärbt, da hat man eine Glaswand eingezogen, sodass es dann noch so einen kleinen einen erweiterten Differenzierungsbereich im Cluster gibt. Und dann gibt es die Erschließungsflächen und die Toiletten und andere dienende Räume. Ja, und wie sieht das bespielt aus? Hier der Blick in einem Klassenraum. Und da sieht man auch sehr schön, die haben verschiedene Dreieckstische auch in zu verschiedenen Formationen zusammengesetzt. Das ist da völlig normal. Also es gibt Einzeltische, es gibt Zweier-Arbeitstische oder auch Vierer- oder auch Fünfer-Gruppen. Also die arbeiten da ja schon sehr lange, sehr individuell oder personalisiert, wie man in Südtirol sehr gerne sagt. Und in der Clustermitte sah das so aus. Auf der einen Seite, da wo der Tisch und das Regal ist, und die andere Seite waren all diese Tische da. Jetzt fragt man sich ja, was machen die Tische da? Sieht ja eher wie so ein Klassenraum aus. Aber in Wirklichkeit war das so, dass diese ganzen Tische aus einem anderen Klassenraum rausgetragen wurden, weil vorher war da eine Präsentation von etwa 30 Schulbauberatern. Und man hat diese ganzen Clustermitte sehr flexibel alles. Man kann die einfach nutzen, um da so wie so einen Vortragssaal rauszumachen. Und wie der Klassenraum dazugehörig aussah, kommt dann im nächsten Bild. So sah der Klassenraum aus, weil die Tische da nämlich fehlten. Und gehen nochmal zurück. Also wenn ihr jetzt hier nochmal guckt, wie die Wände gestaltet sind, dann wird nämlich das übernächste Bild verständlicher. Normalerweise sieht es nämlich so aus. Also das ist leider ein Bild, das ich nicht machen konnte, weil an dem Tag, als wir da waren, waren die Schüler auf Skifahrt, die ganze Schule. Aber ihr kennt ja oben und an den Wänden die Bilder von eben. Und so sieht es normalerweise aus, wenn dieser Raum einfach normal genutzt wird von den vier verschiedenen Klassen da oben. Und damit gebe ich an Florian weiter. Ja, herzlichen Dank, Petra. Ich habe hier nochmal einen Grundriss mitgebracht aus Wien, aus der Seestadt in Wien, vom Bundesrealgymnasium, beziehungsweise Bundesgymnasium, Bundesrealgymnasium Seestadt der Stadt Wien. Und hier ist nochmal ganz deutlich zu sehen, sichtbar sind zwei Cluster auf der linken Hälfte des Bildes und auf der rechten Hälfte des Bildes, die jeweils mit vier Klassenräumen bestückt sind, in sich geschlossene Lernhäuser sind. Natürlich trifft man auf dem Gang wieder aufeinander und man hat auch die Toilettenanlage gemeinsam. Die ist hier unterhalb des Bildes nicht sichtbar. Man benutzt auch ein gemeinsames Treppenhaus, um hinaufzukommen. Aber was besonders ist in der Seestadt in Wien, ist die Außennutzung. Alle Klassen haben einen Zugang zum Außenraum. Und obwohl wir uns hier im ersten Obergeschoss befinden, gibt es sogenannte Terrassen, also nicht nur sogenannte, das sind Terrassen, auch für die unteren Klassen. Das ist jetzt hier ein bisschen abgeschnitten, aber auch da stehen Terrassen zur Verfügung, um eine Durchgängigkeit zu haben zwischen Innen- und Außenraum und den Unterricht dementsprechend gestalten zu können. Sichtbar ist auch in jedem Cluster die hier beschriftete offene Lernzone, der Marktplatz heißt es in anderen Clustern, die flexibel genutzt werden kann. Und wer jetzt hier schon etwas genauer auf den Grundriss geschaut hat, sieht schon, dass bei den beiden oberen Unterrichtsräumen die Wandstärke zur offenen Lernzone hin an einer Stelle etwas dünner wird. Was es damit auf sich hat, dazu gleich mehr. Die Klassenräume sind natürlich, hier sind es keine dreieckigen, aber auch hier sind es Einzeltische, so zu bestuhlen, wie die Lernsituation es erfordert. Zum Cluster, zur Clustermitte hin, zum Gang hin sind es Glaswände, also Sichtachsen auch hier, Sichtbarkeit in die Lernräume. Und man sieht schon die Außenfenster, sowohl die Tür als auch die großen Fenster zum Außenraum, zur Terrasse, von der ich eben gesprochen hatte. Das sind die eben angesprochenen, gar nicht so leicht zu erkennen, wo die Strichstärke dünner wird bei der Grundrisszeichnung. Denn auch hier sind es keine großen Schiebetüren, hier sind es so Faltelemente, die aufgeschoben werden können. Man sieht die Rahmen, sowohl auf dem linken Foto, auch wenn dort Stühle dort vorstehen mit der Rückenlehne. Aber rechts neben der Säule sieht man durch diese gläserne Wand, die den Blick in den Klassenraum ermöglicht. Und ja, auf dem rechten Foto ist es schon besser zu erkennen,
Diese beiden Fotos sind aus der Cluster-Mitte, aus der offenen Lernzone, so wie sie eben beschriftet war, geschossen. Also kann man beide Klassenräume, zumindest die oberen, eröffnen und einen größeren, gemeinschaftlich nutzbaren Raum schaffen, Sichtachsen auch in die Mitte aus diesen Klassenräumen schaffen, indem man die Wände öffnet. Und warum ist das nicht ständig offen? Ja, damit man zum einen noch das Potenzial hat, ich komme gleich noch näher auf die Cluster-Mitte hier in Seeberg in der Seestadt zu sprechen, für die Zukunft noch das Potenzial hat, Räume schnell, einfach verändern zu können, ohne Umbaumaßnahmen und natürlich um in den entsprechenden Situationen räumlich pädagogisch reagieren zu können. Denn aktuell sieht diese Cluster-Mitte so aus. Sie ist erkenntlicherweise Lagerraum. Sie wird nicht oder wenig nur pädagogisch genutzt. Man kann dort 2, 3 Stühle erahnen und Hocker, die vielleicht einer Gesprächsrunde gedient haben. Aber sie sieht in meinen Augen, ich konnte sie nicht erleben, von Schülern belebt und Lehrerinnen und Lehrern belebt. Wir sind in ein nicht belebtes Cluster geführt worden. Aber da habe ich gedacht, guck mal, das macht überhaupt gar keinen Eindruck. Auch es hängen keine Bilder an den Wänden, es stehen keine in den Regalen, keine Lehrmittel oder sonst etwas oder Produkte der Schülerinnen und Schüler. Und dennoch möchte ich dieses Beispiel bringen, denn da liegt ein unheimliches, wie ich es eben schon angesprochen habe, Potenzial für die Zukunft, was ich sehr schätze. Und vielleicht regt es die dort unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer, auch wenn die Schule schon sie ist immer noch im Aufbau, seit 2017, also sind schon seit 5 Jahren da drin, im Herbst sind es 5 Jahre, noch hat der Raum, die Pädagogik dort nicht verändert. Aber ich bin da ganz frohen Mutes, dass da noch einiges gehen wird. Nochmal ein kurzer Blick in die Clustermitte, denn Arbeitsmöglichkeiten sind dort auch schon baulich, innenarchitektonisch vorgesehen, Steharbeitsplätze, Ablagen, genau. Und der Klassenraum vom Anfang, vom ersten Foto, ist hier rechts, auf dem linken Foto die Glaswand. Ich möchte weitergehen zu einem Beispiel in Deutschland, in Ostwestfalen-Lippe, in Bad Salzuflen. Hier ist das Cluster dreizügig im Gegensatz zur Seestadt. Man sieht das ganz deutlich. Die Klassenräume sind 3 Klassenräume. Sie sind hier jahrgangshomogene Cluster. Auch diese Cluster haben keine Toilettenanlage, dienenden Räume. Sie haben einen Putzmittelraum, einen Technikraum, ja, aber keine Toiletten, WC-Anlagen. Die sind ausgelagert, vorgelagert, sind für andere Schülerinnen und Schüler aus anderen Lernbereichen ebenfalls zugänglich. Und hier sind auf dem Fluchtplan, Brandschutzplan, die Cluster-Mitte sowohl als Diff-Raum bezeichnet, das ist die rechte Hälfte in der Mitte des Bildes, und es ist auch noch ein gesonderter Differenzierungsraum vorgesehen, den werde ich jetzt hier auf dem Foto, nochmal zeigen, zurück. Genau, die Klassenräume sind hier etwas anders ausgestattet. Das hängt natürlich damit zusammen, dass es auch hier keine Zugänglichkeit zum Außenraum gibt und die Wände auch nicht gläsern sind. Sie sehen den Glaseinsatz links der Tür. Durch diesen Glaseinsatz kann man wohl in die Clustermitte schauen, aber ansonsten sind die Wände geschlossen, bieten die Möglichkeit, ein Waschbecken mit Spiegel in dieser grauen Einbauregalwand ist das zu sehen, ist ein Waschbecken und Materialschränke und Fächer für die Schülerinnen und Schüler, und da läuft natürlich auch die Lüftungsanlage. Genau, und dann zuletzt möchte ich jetzt hier nochmal einen Blick, 2 Perspektiven in diese Clustermitte werfen. Zum einen vom Fenster auf den Differenzierungsraum, das ist die linke Hälfte dieses Bildes. Rechts sind 2 Klassenräume, links ist ein Klassenraum, der, den ich eben gezeigt habe. Und der im Hintergrund der Differenzierungsraum, aus dem heraus habe ich die rechte Hälfte des Bildes aufgenommen, was daraus nicht ersichtlich ist. Ein Klassenraum hat auch noch einen direkten Zugang zu diesem Differenzierungsraum. Hier wird die Clustermitte anders, sie wird schon genutzt, und zwar wirklich in der Tat zur Differenzierung. Dass das aber nicht die einzige Nutzung ist, wissen die Lehrerinnen und Lehrer und die Schülerinnen und Schüler auch schon und müssen sich aber auch mit ihrer Pädagogik erstmal herantasten. Momentan sind dort Einzelarbeitsplätze. Auf dem linken Foto sehen Sie so Stellwände, akustisch gedämmte Stellwände, unter denen sich Einzelarbeitsplätze verbergen. Und ja, so können Cluster aussehen, und noch ganz anders können Cluster aussehen. Und wir hoffen, dass wir heute einen kleinen ersten Eindruck
was ein Cluster überhaupt ist, vermitteln konnten und freuen uns jetzt, unsere Gäste, die uns schon hier begrüßen, die uns hier schon begleitet haben, begrüßen zu dürfen. Zum einen Toin, grüße dich nochmal ganz herzlich und auch Katrin ist wieder dabei. Hallo. Wir freuen uns nun auf eure Rückmeldungen, auf eure Fragen. Was ist euch aufgefallen? Was könnt ihr beisteuern? Bitteschön. Ich habe tatsächlich nicht ganz verstanden, was der Unterschied zwischen Cluster und Differenzierungsraum ist. Also gibt es da Unterschiede? Gibt es architektonische Unterschiede, pädagogische, inhaltliche Unterschiede? Oder ist es nur ein Begriff für, also ein anderer Begriff für dasselbe? Petra, dein Turn, bitteschön. Ah. Ja, die Schüler bleiben in die Cluster, aber natürlich nicht die ganze Zeit. Und wie lange sind sie in ihrer eigenen Cluster und wie lange gehen sie nach Sport- oder Kunsträumen, nach anderen Räumen? Also im Endeffekt ist Cluster eine Bauweise, die quasi eine Schule in der Schule bildet. Ein eigenes Lernhaus, einen eigenen Lernbereich zum Beispiel für einen Jahrgang. Deswegen habe ich das eben im Bad Salzuflen so ein bisschen herausgehoben, dass das ein jahrgangshomogenes Cluster ist. Das muss es nicht zwangsläufig sein. Der Differenzierungsraum ist ein zusätzlicher Raum, der würde jetzt unheimlich gut reinpassen in der Pädagogik zu unserer vorangegangenen Sendung zum Klassenraum Plus. Das ist wirklich ein Raum, der flexibel genutzt werden kann, der aber nicht zwingend in einem Jahrgangscluster oder so liegen muss. Das hat jetzt Bad Salzuflen so benannt und so gelöst. Dieser Differenzierungsraum kann aber auch aufgelöst werden und zu einer erweiterten Clustermitte. Also das Cluster ist einfach das Lernhaus, die Schule in der Schule. Okay, danke. Mhm. Und da gehören natürlich auch Lehrer und Lehrerinnen dazu. Haben die auch die eigenen Räume in dieser Cluster? Ganz interessant, in Bad Salzuflen, nein. Sie haben ein zentrales Lehrerzimmer. Sie haben keinen Lehrerstützpunkt im Cluster. Und genauso ist es in der von mir vorgestellten Schule in Wien. Auch dort gibt es ein zentrales Lehrerzimmer und kein Lehrerstützpunkt im Cluster. Petra, du hast zwei Schulen vorgestellt, Welsberg und was war es, Arnheim? Mhm, Arnheim. Fangen wir mit Arnheim an. Ist es da? In Arnheim gab es auch ein zentrales Lehrerzimmer und keine Lehrerstützpunkte. Und in Welsberg, die da schon sehr lange auch unterrichten, da gibt es auch ein zentrales Lehrerzimmer, aber die Beschreibung, wie der Unterricht da abläuft, die hat ja Josef Watschiger und ich weiß nur noch den Spitznamen. Auf jeden Fall ist das sehr gut beschrieben worden und gut publiziert. Und er beschreibt, dass die Lehrer auch kaum noch in den Lehrerzimmern sind, sondern dass die sich ebenfalls in diesen Clusterbereich aufhalten, und das Lehrerzimmer eigentlich nur noch benutzt wird für Konferenzen, sondern dass quasi alle in diesen Bereichen lernen und lehren und eben auch die Lehrenden gemeinsam mit den Schüler und Schülerinnen lernen, je weiter die Individualisierung und Personalisierung geht. Und von daher macht die Entwicklung, die wir jetzt in den letzten Jahren haben, dass in einem Cluster auch noch ein zusätzlicher Raum für eine Lehrerstation eingerichtet wird, macht total Sinn. Und manchmal sieht man das auch, das wäre jetzt eine Weiterentwicklung, dass in so einem Cluster sogar eine kleine Küchenzeile eingebaut ist, die dann nicht nur im Ganztag benutzt wird, sondern wo eben die Lehrer sich auch mal eben Kaffee machen können. Und dann wird so ein Teamraum einfach nur noch zu einem Teamraum und nicht mehr zu den Lehrerzimmern, wie man die heute bei uns noch kennt, wo dann eben auch gearbeitet wird, sondern das Arbeiten und das Lernen und das gemeinsam Lernen miteinander, das passiert im Cluster. Generationenübergreifend. Verstehe ich das dann richtig, dass für eine Clusterschule sich einfach auch eine andere Pädagogik entwickelt und sinnvoll ist? Ja, also ich würde dir da total recht geben. Da muss ich, also je nachdem, wie weit man es treibt, also dieser Clusterbegriff, du merkst schon, wir dehnen ihn jetzt fügen und pressen ihn wieder etwas zusammen. Es gibt nicht pauschal das Cluster. Mhm. Toin hat genau recht. Also wenn ich mich dazu hinreißen lasse, von der Schule in der Schule zu reden, dann müssen wir eigentlich von
Naja, das ist schon ein extremer Begriff, von autarken Einheiten im Gebäude reden. Und da gehört dann wirklich alles dazu. Ein Lehrerstützpunkt, eine Toilettenanlage, Reinigung, all das muss eigentlich mitgedacht werden. Und auch das gibt es im Schulbau, dass es solch autarke Einheiten gibt. Aber du hast genau recht, dann muss sich die Pädagogik ändern. Aber das sagen wir, das betonen wir ja immer. Ja, ja. Wir betonen, Pädagogik ist untrennbar mit Schulbau und Lernraumentwicklung verbunden. Das eine geht nicht ohne das andere. Ich glaube, ich habe das ganz gut zeigen können am Beispiel Wien, der Schule in Wien, wo das Cluster noch gar nicht in seinem ganzen Potenzial genutzt wird, weil die Pädagogik dort so noch gar nicht Einzug gehalten hat. Da wäre auch ein Teamraum fehl am Platz. Die Lehrerinnen und Lehrer dieser Schule genießen es. Die haben ein ganz tolles Lehrerzimmer, das muss ich dazu sagen. Mit ganz tollen Lagermöglichkeiten, persönlichen Arbeitsplätzen und so weiter und so fort. Die würden das gar nicht nutzen, einen Teamstützpunkt im Cluster. Das geht weiter. Die Pädagogik ist eine Sache. Da geht es um die Stundenplanorganisation. Wo werden die Lehrer eingesetzt? Werden die hauptsächlich in einem Cluster, in den verschiedenen Klassen in einem Cluster eingesetzt? Ja, dann lohnt sich ein Lehrerstützpunkt dort. Dann können sie als Team zusammenwachsen, auch als Personen, als Menschen und können in ihrem kleinen Team die täglichen Absprachen viel, viel besser vor Ort regeln. Wenn das nicht vorgesehen ist in der Schulorganisation, wenn immer nur das große Kollegium gesehen wird und die Kolleginnen und Kollegen ganz flexibel eingesetzt werden, macht ein solcher Teamraum keinen Sinn, noch nicht. Ja, verstehe. Sind Clusterschulen auch in Bestandsgebäuden machbar, die ja eigentlich eine sehr klare Struktur haben und oft einfach auch schon oder noch diesen Flurschulcharakter haben? Ja, das geht. Aber bevor ich das weiter beantworte, ich kann ein Beispiel nennen, kann ich jetzt aber nicht zeigen. Tön, du wolltest gerade was sagen, aber man konnte dich nicht hören. Müssen wir nochmal ausprobieren. Oh, ja, ja. Okay. Ich wollte mal sagen, dass diese Klusserschulen, die sind in den Niederlanden ziemlich beliebt, weil man dort auch sehr, sehr viel sehr große Schulen macht. Und dann dieses System von Schule in die Schule braucht man dann auch. Ich habe hier ein Beispiel, zum Beispiel für 1400 Schüler von 12 bis 14 Jahren in 5 Klusserschulen. Aber was dann möglich ist, ist, dass dann die Fachräume auch viel spannender zijn. Dan kan man echt sehr schöne Drama-Räume machen und Kunsträume, waar man dann auch mehr Schüler dafür hat. Und dann geht man nach diese spannende Räume und dann geht man dann wieder zurück nach die kleinen Klusser-Räume, wie eine Schule in die Schule. Und das ist echt spannend für die Schule. Ja. Dann kannst du das teilen, das Bild, hast du es auf dem Rechner? Ja, das kann ich mal versuchen zu teilen. Ja. Hier, teilen. Kannst du das mal sehen? Ja. Ja. Das sind die 5 Cluster, die sind 240 Schüler, jeder Cluster mit 8 Klassenräumen. Und dann sind es, glaube ich, später 300 Schüler. Und dann sind hier die Fachräume und dann hier, da hat man eigentlich die 3 Themen, hier die Cluster, zu Hause fühlen und hier ist die Treffpunkt, begegnen mit alles, was damit zu tun hat. Und hier sind dann die Fachräume, die sind dann spannend, das heißt hier explodieren. Mhm. Und die Architekt hat das auch so gemacht. Er hat gesagt, das ist dann ein Cluster. Und dann sind hier die Räume für die Lehrer und so weiter. Mhm. Und hier sind dann Klassenräume, aber die Wände, die kann man allen wegnehmen. Das kann auch so groß sein. Und dann ist hier ist ein Klusserraum. Und hier sind die Lockers und Toiletten. Mhm. Und dann geht man hier auf über eine Brücke. Und dann hat man hier alle Kunsträume. Und die haben auch ein Klusserraum für Ausstellungen. Und dann guckt man hier so in diesen Raum, in diesen Raum. Das sieht dann so aus. Sieht man hier die Klassenräume, Klusserraum und all die andere Sachen. Oh nee, hier Klusserraum und hier die Räume für Lehrer. Und das ist hier dieses Klusserraum. Und dann hier sind die Schüler, die sind noch jung. Aber
Aber dann hier, dann kijkt man naar die andere Seite. En dan kijkt man naar die andere Räume. En die sind echt großartig. En dat sind auch verbunden so. En dan jetzt nichts schrecken, dan sieht so aus. Dus hier für 1400 junge Schüler. Ja, das macht man so in die Niederlande. Aber darum muss man das auch von innen klein machen. Und es ist eigentlich eine sehr beliebte Schule. So. Tja, danke schön für diese Eindrücke. Jetzt müssen wir aber doch nochmal zurückkommen. Petra, du wolltest Katrins Frage beantworten nach, jetzt haben wir nämlich schon wieder einen Neubau gesehen, was Toine uns gezeigt hat, nach Katrins Frage zu, oder auf Katrins Frage zurückkommen. Ist denn eine Clusterstruktur, eine Schule in der Schule, auch in einem Bestandsgebäude, das schon klare Rahmenbedingungen vorgibt, ist so etwas möglich? Ja, das ist möglich, aber es ist natürlich komplex. Also das Erste, was passieren muss, ist, dass die Schule das will. Also da muss die Vision sein, ja. Also es ist immer eine Phase Null dann drin, also so ein Partizipationsprozess. Und wenn die Schule das will und wenn auch die Schulverwaltung das will, dann ist das schon möglich. Und es gibt Beispiele dafür, auch sogar in denkmalgeschützten Schulen. Also von all dem, was da baulich passieren muss, ist das Erste ist immer im Kopf. Es geht immer alles, wenn man will und wenn man Geld in die Hand nimmt. Das ist manchmal aber gar nicht so schwer. Das Wichtigste ist das Brandschutzkonzept. Wenn man das Brandschutzkonzept ändern kann und das nicht mehr gedacht wird als Flur, ist nur Verkehrsfläche und Fluchtweg, sondern Brandabschnitte macht, und in Nordrhein-Westfalen geht das bis 600 Quadratmeter für Cluster. Da ist Nordrhein-Westfalen gerade bundesweit an der Spitze. Alle anderen haben in ihren Richtlinien noch 400 Quadratmetern. Dann kannst du auf so eine Schule gucken, meinetwegen nimm das Gymnasium deiner Kinder in Berlin und guck da mal drauf und sag, wo sind da 400 Quadratmeter und wie lässt sich das geschickt machen? Weil Berlin hat noch 400 Quadratmeter. So, und dann sind das manchmal nur kleine bauliche Eingriffe, die da passieren muss. Da muss da eine Brandschutztür sein. Und es muss natürlich immer ein zweiter Fluchtweg da sein. Das geht schon und das geht auch im Denkmalschutz. Hier in Düsseldorf ist das in einer Grundschule realisiert worden, oder wird gerade realisiert, ist aber noch nicht fertig. Wenn die da einziehen, bin ich bestimmt eine der Ersten, die da hingeht und guckt, na, was ist draus geworden? Und da ist ein Gebäude aus den 30ern, 1930, ist ein wunderschönes Gebäude im Amsterdamer Architekturstil, wird umgebaut zu einer Clusterschule mit all dem, was da passiert. Und das wird, glaube ich, ein ganz spannendes Projekt, wenn es fertig ist. Aber es wird, glaube ich, erst übernächstes Jahr fertig. Weiß man gerade nicht. Also ich weiß es nicht. Aber ja, es geht. Wo der Wille ist, ist der Weg. Petra und Toine, ihr wart ja zuletzt auch im Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium, was ja auch in einem Bestand umgebaut wurde, wo es ja auch zu Clustern gekommen ist. Wenn wir jetzt über so einen dehnbaren Clusterbegriff sprechen, dann gehört das als Beispiel bestimmt da auch mit rein. Genau. Genau. Ja. Ich habe hier auch ein Bild von einem Umbau. Okay. Ah, das ist gut. So. Oh, das ist hier. Komm. Hier kann man gut sehen, hier war, das war damals ein Korridor, wo diese Leute stehen. Mhm. Und das war auch ein Klassenraum. Und hat man das offen gemacht. So. Genau. Und dann hat man hier auch die große Schiebewände gemacht. Und das, wenn man die wegschiebt, dann ist es so wie ein großer Raum. Ja. Dus, ja. Das geht sehr gut in ein bestehendes Gebäude, geht das auch gut. Also ich glaube, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Natürlich gibt es immer die sogenannten Givens, die Vorgaben, die Rahmenbedingungen auch finanzieller Art. Also was für eine Art Umbau respektive Neubau wird es sein und was sind die pädagogischen Erfordernisse, was sind die Bedarfe? Petra, du hast gerade nochmal den Finger drauf gelegt. Am besten werden diese ermittelt in partizipativen Verfahren, wie auch immer sie lauten, ob es die Phase 0 ist oder ob es ein anderes Verfahren ist, die Raumwertmethode oder. Und wenn dann feststeht, was Sinn macht und es kommt nachher zu einer zu einem Raumfunktionsprogramm nach dem Clusterprinzip, dann ist das auch in Bestandsgebäuden und natürlich auch in Neubauten möglich. Meine Lieben, wir sind immer ganz genau mit unserer Zeit
Und weil wir ganz genau damit sind, gucke ich da jetzt ganz mit großen Augen drauf und bedanke mich schon mal bei Tölln und bei Katrin für eure Beiträge und euer Interesse und übergebe jetzt zum Ende nochmal das Wort an Petra. Ja, danke. Also beim nächsten Mal, das wird am 18. August um 18 Uhr sein, da geht es in unserer vierten Folge in dieser Serie um den Schulbautyp Lernlandschaft. Und wir haben es dann blühende Lernlandschaften genannt und das wird eine kurze Einführung sein und dann Beispiele wieder aus mindestens 4 Ländern vermutlich. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid oder das vielleicht auch später guckt. Also gute Zeit und herzlichen Dank. Macht's gut. Danke. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.